Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Attack of the B-Team. Letztes Mal, beziehungsweise in Folge 3, habt ihr wohl schon gemerkt, dass es mit dem Mikro noch nicht ganz so klappt und das irgendwie ein bisschen Gehalt hat, als würde ich 3 Meter weit weg sitzen oder so. Ich versuch's jetzt einfach mal etwas lauter. Ich kann noch nicht versprechen, ob das jetzt perfekt ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumwerkeln müssen mit dem neuen Mikro hier. Ich habe ja jetzt das Rode NTA1A und dazu das Focusrite Sapphire 6 USB. Ja, das war jetzt irgendwie Denglisch. Ja, der Ton geht ja schon mal richtig schön laut los. Ich hoffe, na gut, überspielen kann das nix, weil ich den Ton ja, beziehungsweise meinen Commentary ja jetzt auch extra aufnehme. Also wird da schon nichts passieren. So, bei Folge 3 und Folge 2 natürlich auch, habe ich eure Kommentare gelesen und war mal wieder erstaunt, wie viel da tatsächlich an Kommentaren und an Zeug so gesagt wurde und bla und wie und blo. Jetzt weiß ich nur nicht, wieso ist das abgekackt. Ich kann es nur nochmal ausprobieren. Als ich das hier mit Shift rübergepackt habe, ist es abgekackt, deswegen lasse ich es jetzt erstmal. Ich hoffe, es liegt daran und nicht an diesem Fossil oder so. Nee, stimmt, Relic hatten wir hier schon mal, ne? So, ja, ich werde Frozen Seeds ab jetzt, Frozen Meat ab jetzt auch nicht essen, okay? Mann, das muss mir erstmal einer sagen, beziehungsweise das muss ich erstmal wissen. Oh, 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 jetzt habe ich eine Sache vergessen. Resource Packs, nehmen wir das mal. Ich hatte mir erstmal Specs normal geholt, denn es gibt leider noch gar keinen Patch. Einer hatte gesagt, es gibt einen Patch, aber es gibt noch gar keinen Patch. Zumindest nicht einen offiziellen. Und das hilft mir leider nicht viel. Deswegen, werde ich wohl selber einen zusammenstellen müssen und werde den hoffentlich auch zum Download anbieten können. Im Moment wäre das einfach nur das normale Texture Pack, also gibt es im Moment noch nichts. So, wie wir sehen, Gold, Kohle, Lapis, die Werkzeuge. Das ist alles schon mal ganz normal. So, was haben wir hier? Stone Tablet. Tablet. So, das packen wir mal hier. Ey! Spinnst du oder was? So. Gut, das würde einfach nicht passen, wenn das so. Was können wir jetzt damit machen? Fern Seeds. Hört sich an, als könnten wir damit nichts machen. Es gibt keine Usage. Hier gibt es keine Usage. Da gibt es Usage. Komisch. Wahrscheinlich sind das tatsächlich Seeds. So wie der Name schon sagt. Gut, dann packen wir das hier einfach rein. Nahrung, Pflanzenzeugs kommt hier einfach rein. So. Ja, Beeren sind auch. So, einer wollte, dass ich den Boden hier aus Marble Bricks mache. Warum denn nicht? Gute Idee. Nur, was ist mit der Crafting Box? Soll das so sein? Wahrscheinlich. Das Holz ist ja ein Spec-Textur. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich machte die andere lieber. So, hier haben wir Gold. Da haben wir Eisen. Na gut, auf das eine warte ich hier nochmal. So, dann machen wir einfach mal 24 Zinnohr und 3 Kohle. So, wir wollten uns eine Portal Gun, genau, eine Dubstep Gun machen. Das ist jetzt alles ein bisschen schwer, das hier so schön einzugeben und dabei auch noch was zu tippen. Dubstep. So, first Dubstep Gun. Wir brauchen einen Plattenspieler. Warum ist denn hier schon wieder alles auf Englisch? Ich verstehe es nicht. Was? Jetzt. Was sollte das denn? Warum braucht er denn noch so lange die Sprache zu laden? Verstehe ich nicht. Okay. Mikro mal ganz kurz etwas richten hier. Ich hoffe, das geht. Nee, jetzt noch nicht. Nicht in der Verfassung hier. Schade. Naja, was soll's. Also, jetzt müssen wir eben ganz kurz überlegen. Wir brauchen Redstone-Blöcke. Und zwar 2 Stück. Das ist ja gar kein Problem.
Wir brauchen Diablock, zwei Notenblöcke. Machen wir zuerst mal die Notenblöcke, weil ich brauche Holz und draußen ist es so dunkel. Nein, wir gehen mal eben schlafen. Ein Bett. Ja, wie diese Anzeige ausgeht, weiß ich auch noch nicht. Einer hat ja gesagt, mit too many items, not enough items, das geht hier aber leider nicht. Beziehungsweise, das ist was anderes, was damit gemeint ist. Irgendwie muss man das noch ausbekommen. So, setzen wir auch mal wieder was für die Natur. Weil ich möchte hier einen schönen Wald haben. Einen richtig schönen Wald. Nicht einfach nur einen Wald, sondern einen richtig schönen Wald. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, was meinst du? Verdammt! Mann. So, zwei Notenblöcke. Ja, das ist jetzt das Schöne, wenn ich husten muss, dann kann ich mich einfach stumm zur Seite drehen und huste einfach und dann ist es zumindest nicht so laut. Das ist schon mal ein Anfang, ne? So, wir brauchen auch einen Dia-Block. Das ist schon ein bisschen heftig. Als erstes machen wir erstmal den Plattenspieler. Dann den Dia-Block. Die anderen zwei Dias tue ich mal wieder weg. Vielleicht machen wir uns auch aus dem Schwert oder so. Kann ja nicht schaden, ne? So, Redstone brauchen wir jetzt eine Menge. Das war wirklich viel. Nämlich 18 Stück. So, zwei Redstone-Blöcke. Was fehlt noch? Knopf. Also, ich habe mir das mal angeguckt und tatsächlich, wir brauchen ein paar. Viele. Sehr viel Redstone. So. Wie viele Knöpfe waren das jetzt? Drei. Okay. Wir müssen eben auch drei Steine warten. Solange packe ich hier ein bisschen Water rein. Und die restlichen Erze tue ich hier mal eben so rein, wie sie sind. Genauso Steine. 7 behalte ich mal, Dreck, das Zeugs. Kommt alles mal hier rein. So, Monster Drops. Lapis. Gold. Eisen. Redstone behalte ich. Wieso könnt ihr euch gleich denken eigentlich? So, 4 habe ich sogar schon. Ich möchte aber nur 3. Hanno. So. Machen wir uns mal eben 3 Knöpfe. So, aus dem Gedächtnis. Dubstep Gun. Und jetzt die Party los. Wollen wir damit Tiere töten? Vor allem, oh Kacke. Mach die bloß aus, du. Ich schneide da Musik hinter. Hörte sich vielleicht jetzt ein bisschen Kacke an. Für mich mag es ja toll sein, gerade weil ich nix hab. Und ich mache das auch nicht so mit einem Media Player, das finde ich ein bisschen behindert. Gut, ist Geschmackssache, ne? Muss selber wissen, wie man damit zurechtkommt. Ich will das nicht, weil ich dann, wenn man es nachher falsch macht, dann kannst du es nicht mehr retten. Da ist es in der Videospur drin. Da ist vorbei. Mit dem guten Video. Wir werden Redstone brauchen. Ah, ich habe keine Spitzhacke. Na toll. Hier irgendwo. Fenster? Ah, hier ging es nicht weiter, ne? Hier ging es weiter. Auch nicht. Zumindest nicht richtig. Also nicht vernünftig. Tja. Machen wir da mal. Ich gehe einfach wieder zurück und wir werden wohl doch ein Tier töten, mal eben. Tja, müsste so lange warten, dass die Dubstep Gun endlich mal funktioniert, was? Müsste so lange warten. Das Dumme ist, ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet. Ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht doch in Einzelfolgen mache und nicht in Takes, zumindest hier. Weil das ja manche von euch mehr mögen, warum auch immer. Ich finde, das ist egal. Das Ende mache ich meistens in der letzten Zeit jetzt so, dass es passt.
dass nicht irgendjemand reinspricht oder so und das nur halb zu hören ist und erst in der nächsten Folge ganz ausgesprochen wird sozusagen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das schneide ich jetzt immer so passend. Nur das mit der Verabschiedung am Ende, das finde ich ein bisschen unnötig. Man könnte zwar schon einen Endcut einbauen oder nochmal so ein paar Links kommen. Aber da schreckt man sich dann meistens so. Gut, dieses Fertige gefällt mir eh nicht. Warum bin ich gerade übelst angegeilt? Warum bin ich gerade übelst angegeilt, dass mir die gefällt? Also das war ja jetzt mal richtig geil. Ich habe extra weggezogen, weil ich dachte, wow. Wow, wow, wow. Was ist das? Ein Hut. Mensch. Schöner Hut. Wie macht man sich denn so ein Head? Kann man das hier irgendwie eingeben? Mal gucken. Head. Anscheinend ja nicht. Naja gut, gehen wir mal in den Wald hier. Wenn das dieser normale Tannenwald ist von Biomes of Plenty, dann wow. Gute Arbeit. Bäume gefällen mir jetzt ein bisschen mehr, warum auch immer. Jetzt kommen sie einem nicht mehr so kastenmäßig vor. Das sieht aus wie Bambu. Das ist kein Bambus, das ist Bambu. Oder? Wir haben Bambu gefunden. Geht doch. Mensch. Und das so schön, obwohl ich gar nicht gesucht habe. Ja, was man sucht, das findet man nicht. Was man nicht sucht, das findet man. Ne? So, jetzt aber hier den Creeper. Du bekommst jetzt so richtig einen drauf. Ich bin nicht gestört. Schwein! Ist ja gar kein Schwein. Stirb! Dass das nicht zerstört. Ich merke gerade, ich habe mir selber ein bisschen weh getan. Tja, so ist das, wenn jetzt zu doll abgeht bei einer Party. Also ganz ehrlich, wie episch ist das denn? So 30,7 epic. Ja, dann werden wir mal eben nach Hause gehen. Alter Schwede. Damit müsste man nachts mal Monster jagen. Mann, das ist ja richtig geil. Tut mir leid, dass ich jetzt so abgehe, aber ich habe das noch nie ausprobiert. Das ist das erste Mal, ich war im Prinzip noch Jungfrau, was das angeht. Mann. Holen wir uns auch nochmal ein bisschen Tropicraft Holz. Davon brauchen wir keine mehr, oder? Komm ich auch nicht ran. Ja, dieser Wind nervt ein bisschen. Hier hinten ist Zuckerrohr. Nehmen wir uns einfach mal mit. Kann ja nicht schaden. Wir sind nicht nach Hause. Oh, ein Blatt, Mann. Was ist das
Zeugs. Seaweed. Schilfgras, okay. Boah. Muss jetzt nicht sein, ne? Also ich will das jetzt nicht haben. Ich find's cool, dass es eingeführt wurde und da ist, aber ich brauch's jetzt nicht so. Weder für Schönheit, noch für sonst irgendwas ähnliches. Und zum Essen erst recht nicht. Ich weiß nicht, war das eigentlich so eine gute Idee, die Viecher da zu töten? Die kamen mir ein bisschen selten vor. Außerdem spawnen die immer in so einen gechillten Gruppen. Da denkt man immer, oh Scheiße, das war ein Fehler. Und genau da denke ich gerade. Ziehen wir uns mal eben nach drinnen. Ich dachte, das kann so ein Redstone. Wir haben ja überhaupt nichts verloren, oder? Da kommt mir das nur so vor. Brains. Bambu. So. Was für Pilze? Ne, natürlich nicht. Aber Knochen kann ich hier rein. Ja. Gut, jetzt müssen wir eben nachdenken. Was heißt denn das auf? Ne, warte, komm, wir machen das mal anders. Tut mir leid. Ich will es mal eben sehen. Advanced Genetics. Carpenter's Blocks. Plan Smart. Mr. Crayfish Furnet, oder werden wir noch viel mitmachen? Liquid XP. Thermal Expansion. Resonante. Redstone. Gehärtete 2000k 10 Millionen 50 Millionen, alter Schwede, was da so zugekommen ist. Mensch, Mensch. Veröser Block, Veröser Schillernder. Machen wir es schillernder. Shiny Ingots sind das. Okay. Ja gut, ich wollte jetzt gar nicht abschweifen, aber ich finde Thermal Expansion so cool. Flops? Flops? Was sind Flops? Necromancy? Okay. Body Parts? Lass mich lieber in Ruhe. Open Blocks? Project Red, Project Red, Project Red, Project Red, schon cool. Random Things, Artifice, Bimes of Plenty, Hands Portals, Q-Craft, Sync, T-Construct, oh, da müssen wir auch noch mitarbeiten, ne? T-Construct, Food Plus, okay. Galactic Craft, Mond. Galactic Craft Mars. Mars? Lol. Hamster. Nicht dein Ernst. Okay, übertreiben kann man's, ne? Secret. Baumaterial. Nahrung. Okay, hier müssen wir jetzt mal aufpassen. Wo seht ihr hier irgendwo die Liege? Die Liege. Nahrung. Pina Colada müssen wir uns machen. Bamboo Mug, Coconut Chunk, okay. Dann machen wir uns mal so eine komische Bamboo Mug. Bamboo? Ach, das haben wir im Inventar. Ich hoffe, das reicht, ne? So, empty bamboo mug. Dann ein Ananas und ein Coconut Chunk. Oh, warte, ich bin noch kreativ. So. Oh, jetzt bin ich. Oh. Adventure Modus muss nicht sein, weißt du. Dort kann ich drauf verzichten. So, einen Cocktail. So, und jetzt brauchen wir diese komische Liege.
kann man das hier sehen? Bamboo Stairs. Slab. Nein. Nein. Wie macht man sich denn bitte diese Liege? Liege. Ich will wissen, wie man sich die macht. Wo ist die? Ich sehe die nicht. Liege. Liege.